Hochbegabte Kinder sind immer Hochleister. Schon im Kindergarten fallen sie auf, weil sie kleine Einsteins sind und zeigen ganz außergewöhnliche Leistungen, bringen sich selber Lesen, Schreiben und Rechnen bei. Hochbegabte Kinder schreiben immer Bestnoten und erledigen ihre Hausaufgaben in 10 Minuten, machen quasi so und sie sind erledigt. Weit gefehlt. Und ich vermute, viele Eltern mit hochbegabten Kindern lachen an dieser Stelle oder schmunzeln, denn meist ist es leider eben genau nicht so. Mein Name ist Daniela Heiser von danielaheiser.de. Meine Vision ist es, die Welt und das Erleben für hochbegabte und unterforderte Kinder zu vereinfachen, in die Welt, ja, oder die Welt ein bisschen aufzuräumen mit den Mythen und dem Halbwissen, die rund um das Thema Hochbegabung und hochbegabte Kinder quasi auch rankt, damit aufzuräumen, damit es diesen Kindern in unserer Gesellschaft, in den Familien, in der Schule, im Kindergarten besser geht. Ja, und ich freue mich total, wenn du mir hilfst, meine Vision weiter voranzutreiben, wenn du dieses Video likest, wenn du dieses Video teilst, damit einfach möglichst viele an diese Informationen kommen, dass hochbegabte Kinder eben keine Hochleister sind. Denn ja, Hochleister zeigen immer außergewöhnliche Leistungen. Das ist durchaus möglich bei hochbegabten Kindern. Aber manche bauen zum Beispiel auch extra Fehler ein, zum Beispiel in der Klassenarbeit, um ja nicht beim Austeilen der oder beim Austeilen der korrigierten Klassenarbeiten vom Lehrer benannt zu werden, um nicht als Streber der Klasse zu gelten, um so betituliert zu werden. Die bauen extra Fehler ein, damit es eben nur die 2 ist oder die 2 bis 3. Die überlegen auch ganz gut, viele hochbegabte Kinder, die überlegen ganz gut, welche Leistung muss ich bringen, um das so einigermaßen gut auch durch die Schulzeit zu kommen. Ja, also okay, es reicht durchaus, wenn ich mich 2 Stunden auf die Mathearbeit vorbereite, das reicht immer noch für ein adäquates Ergebnis. Ja, ich kenne auch viele hochbegabte Kinder, die passen sich einfach immer nach unten an. Was machen denn so die anderen? Und ich will nicht auffallen und deswegen mache ich das eben ähnlich. Es gibt viele hochbegabte Kinder, die zeigen eben im Kindergarten keine Hochleistung oder zeigen eben nicht ihre tolle sprachliche Ausdrucksfähigkeit, sondern die zeigen sie zu Hause, da wo das akzeptabel ist, aber im Kindergarten bauen Sie genau die grammatikalischen Fehler ein, wie die gleichaltrigen Freunde. Sie bauen wirklich auch Fehler in der Aussprache ein, damit Sie da eben auch nicht auffallen, damit Sie nicht herausstechen, weil Sie wollen einfach so sein wie die anderen und oftmals eben verstecken Sie da auch Ihre Fähigkeiten. Hochbegabte Kinder sind alle kleine Einsteins. Die gibt es durchaus. Die gibt es durchaus, dass sie uns mit 4 Jahren die Kontinentalplattenverschiebung erklären können, kleine mathematische Gleichungen lösen, Wurzeln ziehen, sich selber mit 4 Jahren das Lesen beibringen und so weiter. Das gibt es durchaus. Ich erlebe aber immer wieder hochbegabte Kinder, die eben ja, sich da auch wieder ans Normalmaß anpassen oder ja, so ein ganz breites Allgemeinwissen zu vielen unterschiedlichen Themen haben. Und die zeigen quasi draußen auch ihre Begabung nicht, weil sie eben auch gar nicht so zum Tragen kommt. Hochbegabte Kinder schreiben immer Bestnoten. Und ich glaube, das wäre der Wunsch vieler Eltern mit hochbegabter und unterforderter Kinder. Aber es kann durchaus sein, dass die Kinder in allen Fächern eine 1 heimbringen. Manche sogar in Sport eine 1 nach Hause bringen. Andere sind eher vielleicht in Sport bei einer 3 oder auch bei Kunst bei einer 3. Also es ist durchaus möglich, dass das funktioniert, aber oft liegen einfach die Interessen der hochbegabten Kinder nicht unbedingt in den schulischen Themen, nicht an dem Stoff, der da eben auch behandelbar ist. Und ein Irrglaube, der da eben auch immer wieder kursiert, mit dem viele Eltern hochbegabter Kinder immer wieder vor große Herausforderungen gestellt werden, ist tatsächlich, hochbegabte Kinder schreiben immer nur Einser und sind wirklich schulisch top. Das stimmt, würde ich sagen, bei 80% meiner Beratungsfamilien eben gar nicht, weil die Stärken, die Interessen der Kinder einfach an ganz anderer Stelle liegen und sie zeigen eben ihre Begabungen oder ihre Interessen draußen, im Kindergarten, Schule, in Freizeit. Da zeigen sie das nicht, sondern eben zu Hause, da wo sie sich eben dessen auch sicher sind.
Hochbegabte Kinder sind so clever, die erledigen die Hausaufgaben in 10 Minuten. Das ist bei manchen hochbegabten Kindern durchaus der Fall. Die setzen sich hin, arbeiten kurz runter, damit sie hinterher sich anderen Themen widmen können. Aber durchaus, und da würde ich sagen, 90% meiner Beratungsfamilien kämpfen genau an dieser Front, dass die Hausaufgaben bei ihren cleveren Kindern stundenlang eine gefühlte Ewigkeit am Nachmittag in Anspruch nimmt. Wir reden hier tatsächlich bei einem Grundschulkind, dass die Hausaufgaben zwischen 2 und 5 Stunden dauern, dass die Hausaufgaben abends um 8 immer noch nicht erledigt sind. Und ich nehme mich einfach mal mit, woran kann das liegen, dass ein hochbegabtes Kind, das so clever hier oben ist, so lange für die Hausaufgaben braucht? Stell dir mal vor, du müsstest jeden Tag aufs Neue und immer wieder die gleichen sauberen Fenster putzen. Heute, morgen, übermorgen. Spätestens am 4. Tag überlegst du dir, oh, ich habe keine Lust, ich will nicht anfangen. Du findest tausend Gründe, was du tun kannst, oder tausend Gründe, überhaupt nicht erst anzufangen. Du findest tausend Aktivitäten, um dich von dieser langweiligen Wiederholungsaufgabe des Fensterputzens einfach auch abzuhalten. Ja, vielleicht fängst du an, die Wohnung zu putzen, anstatt die Fenster. Vielleicht fängst du an, Kuchen zu backen. Vielleicht telefonierst du mit einer Freundin oder mit deinen Eltern. Egal was, du findest tausend Gründe, nicht anzufangen. Und genauso geht es eben auch hochbegabten Kindern, die Hausaufgaben erledigen, die so weit unter ihrem Niveau liegen. Bei denen fehlt die Konzentration, bei denen fehlt die Motivation und sie erkennen die Sinnhaftigkeit des Tuns nicht. Und von daher finden sie einfach tausend Dinge, die sie vorher tun können, bevor sie überhaupt an dieses langweilige Matheblatt gehen. Ja? Da müssen die Stifte gespitzt werden und dann auch der Größe nach oder der Farbe nach sortiert werden. Man muss noch mal kurz auf Toilette, man muss noch was trinken, man muss noch mal kurz gucken, was macht die kleine Schwester im Kinderzimmer und. Und deswegen dauert es manchmal eine gefühlte Ewigkeit. Ja, und was, ja, von meinen Aufzählungen, in welchen Beispielen hast du dein Kind erkannt? Ich bin neugierig. Schreib mir das mal in die Kommentare, damit eben auch andere Eltern sehen, wo hängen hier, ja, mit welchem Halbwissen, mit welchen Mythen wurdest du eben in Bezug auf dein hochbegabtes, dein unterfordertes Kind auch schon, ja, in Wallung gebracht? Was herrscht da vielleicht in den Köpfen der Erzieherinnen, der Lehrerinnen im Außen einfach auch vor? Und wenn du dich selbst immer mal wieder fragst, ah, gehen die Auffälligkeiten meines Kindes, die Besonderheiten, die Merkmale, die mein Kind aufzeigt in Richtung Hochbegabung, kann es vielleicht sein, dass unsere Probleme daraus resultieren? Dann lade ich dich ein, schau dir mein Video an über die Auffälligkeiten, Merkmale und über die Probleme, Auffälligkeiten und Merkmale hochbegabter und unterforderter Kinder. Ich bin gespannt, ob du dein Kind in meinen Beispielen erkennst. Und wenn du schon weißt, dass dein Kind hochbegabt ist, schau es dir auch an, weil du wirst dein Kind in manchen Punkten oder an euren kritischen Punkten zu Hause einfach auch mit anderen Augen sehen. Du wirst es verstehen und das trägt natürlich extrem auch zu einem entspannteren Familienleben bei. Also, ich freue mich, wenn du mir ein Like, wenn du mir ein Herz schenkst. Ich freue mich, wenn du entsprechend kommentierst.